Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Blutbecher Gaming TV. Ja, wie angekündigt machen wir natürlich auch ein Tutorial, um zu sehen, wer schneller ist, mit Springen oder ohne Springen. Und dafür habe ich jetzt mal meinen Bruder eingeladen, oder er ist heute mal dabei. Ja, hier ist er. Ja, und ich bin wieder dabei, yay! Ja. Warte, wie wär's denn, wenn wir Game of Null machen? Na, von mir aus. Ja, und dann haben wir natürlich erstmal so eine Strecke gebaut, wo wir denn, eine Strecke gebaut, in der wir das testen werden. Haben wir natürlich hier noch, ein Schalter, damit die hier runtergehen, damit wir gleichzeitig starten, weil über Teamspeak reden wir und das ist ein bisschen verzögert. Jetzt, gib uns noch genau ein bisschen Kraft und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ich habe das noch ein bisschen verzögert mit Repeatern und so ein Zeug. Einfach Schalter und ich würde sagen, bist du bereit? Ja. Okay. Ich mach einfach mal so. Oh, bin ich doof. Was gemacht? Ich muss mal in meinem Steuerung Zoom Z. Fertig. Ich hab Steuerung gedrückt, damit ich sofort losspringe. Das kannst du das auch machen. Ja, ich hatte schon eingestellt. Also ich springe und du läufst normal. Ja. Bist du bereit? Ja. Mach uns nochmal irgendwie so ein bisschen Geschwindigkeit. Perfekt. Gut, dann geht's los, wenn das Tor runter ist. Okay, bist du bereit? Warte. So, jetzt. Okay. Ja? Das war knapp, würde ich sagen. Lass uns nochmal zurücklaufen, okay? Warte, du läufst ein bisschen vor mir los, okay? Ich versuche dich einzuholen, dann lauf mal los. Habe ich dich eingeholt? Ganz knapp. Bisschen, ne? Lass mal auch mal in die Richtung. Lauf noch mal los. Lauf mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller. Etwas, ne? Wie wäre es, wenn die Bäume ein bisschen verlängert würden? Können wir machen. Leute, ich mache jetzt einen Cut. Und wir bauen etwas die Bahn weiter und dann sehen wir uns gleich. Tschüss! Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück. Wir haben jetzt die Bahn verlängert und mein Bruder wirft sagen, noch mal ein paar Flaschen. Dass wir jetzt loslegen, ne? Ja, werf noch mal jetzt noch mal hier. So, wir haben die Bahn jetzt etwas verlängert und du springst, ich nicht, okay? Ja. Ich habe dich verzögert noch ein bisschen länger gemacht, damit ich mich bereit mache. Ja. So. Ja, das war jetzt ein bisschen buggy bei mir. Okay, ich lass dich nochmal vorlaufen. Mach nochmal uns Geschwindigkeit. Und dann lauf du mal vor. Eigentlich kann man sagen, relativ gleich schnell. Würde ich sagen. Ja, aber ich. Warte, lass uns nochmal machen. Bereit? Ja. Nein, du bist schneller, du bist schneller. Etwas schneller. Ja. Ich hol dich auch etwas wie ein. Bei mir hat das jetzt gesehen. Bei mir hat man das gesehen. Okay, gib noch mal, mach noch mal vor. Geh noch ein bisschen vor. Warte, also gib Gas. Ich versuche dich einzuholen. Ich glaube, etwas komme ich an dich ran. Ich komme dich immer etwas ran. Etwas. Ich komme aber nur etwas an dich ran. Also ist es nicht wirklich schneller, Leute? Wir haben ja so ziemlich rausgefunden, dass ohne Springen etwas schneller ist bei Geschwindigkeitsboost 2. Also es ist nur etwas schneller, aber es macht so ziemlich eigentlich fast gar keinen Unterschied. Und da hat sich mein Bruder nochmal fetten Speed gegeben. Warum nicht? Ja. Das war jetzt das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Gebt wie immer eine positive Bewertung, wenn es euch denn gefallen hat und ja, genau. Hacker, wenn es euch denn gefallen hat und mehr sehen wollt von dieser Tutorial-Reihe, könnt auch vorschlagen, was wir ausprobieren sollen. Genau. So Redstone-Sachen sind schwierig, weil ich mich nicht unbedingt gut mit Redstone auskenne. Ich kann jetzt hier nur so eine Schaltung hier machen, so ganz easy. Hier um die halt mit Verzögerung. Alter. Übertreib. SOP, Alter. Warte. Guck mal. Ja, hier steht über dem Server, move too quickly.
Hallo. Ich kann nicht springen. So, auf jeden Fall ist das hier easy Schaltung mit Redstone, kann ich mir nicht so aus. Wenn ihr Redstone Tutorial sehen wollt, dann nicht bei mir, also ne? Ich kann nur ein bisschen, aber es sind nicht so übelst aufwendige Aufzüge und so ein Scheiß. Egal. Also, wenn ihr weitere Vorschläge halt ohne Redstone oder sowas habt, was ihr ausprobieren sollen oder was auch immer, dann schreibt sie in den Kommentare, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch denn gefallen hat, und dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial oder beim Let's Play Minecraft, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.